Dann auf hinterher. Wenn wir hier schon. Ja, jetzt später starten müssen. Zahl in Ewigkeit. Das Sternenpferd gewährt Fähigkeiten Power-Ups. Na, dann machen wir auch das jetzt Namen. Fähigkeiten Power-Ups oder sowas. Entweder sowas oder halt eben beeindrucke das Sternenpferd. Keine Ahnung. Als viel Optionen gibt es jetzt nicht mehr. Weil letzteres auch nicht gerade wirklich ein kurzer Name ist. Ja. Wobei hatte ich den Paten. Ja, das muss ich dann nochmal nachgucken. Das Pferd wünscht sich einen weiteren Beweis eurer Fähigkeiten. Ja, okay, dann habe ich hier. Dann hat sich das auch erledigt, gerade. Auch wenn es irrelevant ist. So, zwei Kristalle zerstört. Wo haben wir die nächsten? Ah, da haben wir auch einer. Lass mich raten, die hier reicht jetzt nicht aus, um den großen zu zerstören. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Dann machen wir mal Granatapfel weiter, wo wir eben aufgehört haben. Nehmen wir einfach komplett auf den drauf feuern, bis der endlich zerstört ist. Wie viele Magazine kann der noch bitte fressen? Na, da haben wir den auch. Und aber den nächsten Brunnenbringer. Dann bring mal deinen Brunnen her, du Freundchen. Aber wenn das jetzt ein bisschen sinnlos ist, weil man von hier aus eh nichts von den Kristallen sieht. Wobei, man kann. Wenn es nicht wirklich viel ist. Ja, genau das machen. Was ist jetzt passiert? Noch keine Ahnung. Entweder das sieht nur so aus, oder ich habe bis jetzt noch keinen Part gehabt, der einfach nur Mutprobe in der Ewigkeit geheißt hat. Da hieß so, woher? Weil ich kann die immer irgendwie anders nennen können. Wage ich aber zu bezweifeln, dass das jetzt noch geht. Wobei. Das geht, glaube ich, auch noch. Ja. Die Agenten des Zeugen. Oder wer auch immer es davon abgesehen halt einen Kontrolle hat. Und letztendlich sind in erster Linie halt dem. Der Wahnsinn jedenfalls. Ja.
Nächster Parabelsaale-Anwärter. Da war noch ein und das war's. Das kann ich immer noch nachgucken. Ich lasse mich hier von zu viel irrelevantem Mist ablenken. Wirf parabasale Energie auf die besessenen Feuille. Dann das gesagt. Erledigt die Typen, hol die Bälle und schmeißt auf den Fetten da oben. Ja. So in etwa halt. Das machen wir jetzt ein paar Mal, bis das Ding erledigt ist und dann geht's weiter mit der nächsten Aufgabe. Ja, und jetzt geht's gerade wieder in Richtung Tod. Hallo? Und jetzt nimm doch verdammt nochmal. Schönes Ding. Zerstöre Bossschilde mit Macht der Feuerhetzer. Wäre es nicht so extra lang, wäre Macht der Feuerhetzer eigentlich auch ein netter Titel. Na, den kann man sich ja mal im Kopf behalten für das nächste Mal. Hallo. Warum nicht einfach noch so ein random Ball mit drauf? Und da ist er auf der Hälfte. Das heißt nochmal der ganze Spaß und dann haben wir ihn. So. Jetzt müssen wir einfach nur noch die Plattform aussuchen, auf die wir jetzt gehen müssen, damit dann mit entschieden wird, welcher nächste Gegner hier kommt. Ich gehe mal mit der Menge. Schön, dass es das wird. Und es ist Grota. Das war Pech. Hast du etwa vergessen, vorher auf Holz zu klopfen? Sternpferd Malus. Das vergesse ich auch irgendwie. Na komm, ab und nach unten. Müssen wir ja am Ende sowieso um Grota und seine 20 Cousins hier Platz machen. Wie viele auch immer davon gleich kommen werden. Okay. Ab in die Finalrunde. Eure letzte Herausforderung heute Abend. Ja, genau auf den Gegner zu gehen, der einfach gar keinen Schaden nehmen kann, ist bestimmt immer eine sehr gute Idee. Ja, nur damit man das passiert. Wirklich nett. Roter Sohn von Oryx, Mutproben-Champion. Überhaupt kein Name, langer Name oder sowas. Einfach für gut. Weil warum nicht? Einfach komplett ins Leere gefeuert. Ja, gut. Das war eine richtige Verschwendung.
Und direkt drauf, die guten. Ja gut, ich kriege jetzt irgendwie keinen Schaden mehr. Roter Verband, Schwerter und Schwerträger und er zieht sich zurück. Ja, das ist doch was Schönes. Was kommt dann jetzt hier aus dem Portal? Luft und Liebe oder was? Nein, die drei Phantome natürlich. Ja, wie ich sie eben genannt habe, die Cousins. Okay. Vielleicht nicht gerade die beste Idee, aber passt schon. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden er jetzt gerade hat. Ja, man kommt jetzt immer so lange weiter, bis wir das Schwert nicht mehr haben. Sollte ja irgendwie gut gehen. Sag ich doch. Phantom Nummer 1, Hammer. Das heißt, jetzt brauchen wir noch Nummer 2 und Rest. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz richtig, aber egal. Ja, und das war's auch mit dem Kollegen hier. Das war doch was Schönes. Ihr seid die Champions des heutigen Abends. Bitte nehmt eure Gewinne mit und vielen Dank fürs Mitspielen bei den Mutproben der Ewigkeit. Ja. Ich bin Xur und denkt dran, euer Geist zählt nicht als Telefonjoker. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann würde ich sagen, mach's das mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.